Also, ich habe gerade einmal aufgenommen gehabt und der hat Flaps nicht aufgenommen und musste dann Grafikkartentreiber neu installieren und Flaps neu installieren, damit es funktioniert hat. Und dann habe ich nochmal aufgenommen und weil ich Flaps neu installiert habe, habe ich vergessen einzustellen, dass er den Ton mit aufnimmt. Dann habe ich zweimal eine halbe Stunde einfach so rumgeredet. Deswegen bin ich gerade schon ein bisschen erschöpft, sage ich mal so. Beziehungsweise habe keine Lust mehr, das so detailliert nochmal zu erzählen. Also ich bin hier in meiner Multiplayer-Welt auf dem deutschen Server. MyFTB heißt der Server. Und ja, ich wollte mit euch mal eine Sache bauen, aber vorher mal die Sachen hier zeigen. Das werde ich jetzt im Schnelldurchgang machen, weil ich mir sonst selber zu sehr auf den Sack gehen würde. Also ich kriege hier Lava aus diesem Liquid Tesseract und der Liquid Tesseract, der teleportiert Flüssigkeiten und die teleportiere ich aus dem Nether, da gehe ich jetzt kurz hin. Nether ist die Unterwelt sozusagen und da habe ich dann eine Pumpe stehen, die Lava pumpt. Ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal funktioniert. Sonst raste ich aus. Hier habe ich die Pumpe. Die hat hier so einen Pumpschlauch. Hier ist dann der fette Lavasee in der Hölle. Dann habe ich hier Chunks geladen mit einem Chunk Loader. Sieht man dann auch hier, wie das geladen ist, wo er hier so ausgesaugt hat. Dann habe ich hier diesen anderen Liquid Tesseract, der teleportiert. Ja. Magmatic Engine, das ist ein Motor, der mit Lava läuft. Der fasst 4000 Mikro-Buckets, das sind 4 Buckets. Und dann muss ich erstmal einen Lava-Bucket halt sammeln, reinpacken, damit der erstmal anspringt. Dann habe ich hier Redstone Energy Conduits, was der Energie, die Energie überträgt. Dann kriegt die Pumpe Energie, spuckt hier Lava wieder aus und kriegt die Energie die ganze Zeit halt Lava, um Energie auszugeben. Füttert sich also selber sozusagen die Pumpe und speist die Lava, die restliche, in diesen Liquid Tesseract rein. Und auf der anderen Seite wieder aus. Das ist ein Portal, wie man das vom Spiel Portal kennt. Da hat man so eine Portal Gun, da kann man die auch schießen mit die Portale. Ja. Dann kriege ich hier halt die Lava aus dem Tesseract. Die kommen in zwei Thermalgeneratoren, die werden gleich geladen. Die Thermalgeneratoren machen aus heißen Flüssigkeiten halt Energie und die Energie wird dann in diese MFE reingespeist. Das ist eine Batteriebox sozusagen. Die fasst jetzt 600.000 Energieeinheiten, hat einen Output von 128 Energieeinheiten pro Tick. Ein Tick ist eine 20. Sekunde. Das Spiel update sich selber immer 20 Mal in der Sekunde und das entspricht Medium Voltage, diese 128. Hier haben wir die Thermalgeneratoren. Dann habe ich hier einen Low Voltage Transformer, die Energie, den Strom runtertransformiert, sonst würden die Maschinen hier explodieren. Die vertragen nicht so viel, außer die hier. Das wird dann in eine Bedbox reingespeichert, die würde sonst auch explodieren. Die hat einen Medium Voltage Output, aber auch Input, fast nur 40.000. Die baut man am Anfang für Strom. Und ja, so ein Zwischenspeicher jetzt. Ich könnte ihn auch einfach weglassen, aber ich habe einfach mal. Ja, ich hatte vor an der MFE noch andere Sachen angeschlossen. Deswegen habe ich einfach noch so einen zusätzlichen Puffer. Und dann habe ich hier die Maschinen. Hier habe ich auch für jede Maschine einen Puffer, damit die immer Energie haben. Sonst ziehen die, wenn die nicht genug Energie mal haben, dann ziehen die ganze Energie, die dann noch kommt, aber zu wenig ist, einfach ins Nichts mit. Deswegen habe ich immer so einen Puffer. Industrial Zentrifuge. Damit kann, da kann ich zum Beispiel Sand rein tun, dann wird das in seine Einzelteile zentrifugiert. Einen chemischen Reaktor. Ja, da kann man, da gibt es auch sehr viele Rezepte für. Sulfur. Und Wasser kann man, glaube ich, zu Sulfuric Acid oder sowas reagieren lassen, sozusagen. Den Industrial Electrolyzer kann ich kurz demonstrieren. Da habe ich jetzt einen Overclocker drin, das heißt, er geht schneller. Das ist so ein Teil. Den muss man bei den Maschinen rechts klicken. Hier kann man die ins Inventar tun. Aber es geht schneller als normal. Und man sieht hier bei
Clay Dust, also Clay ist Lehm, muss man erst in Seen abbauen. Dann habe ich das in den Macerator getan, das ist der hier. Der pulverisiert das Ganze mit Eisen, Diamantklingen. Und hier sieht man die Bestandteile von Clay unten drunter. Natrium 2, Silizium, Aluminium 2. Nein, Natrium 2, Lithium, Aluminium 2, Silizium 2. Und genau die Bestandteile elektrolysiert er das auch. Normalerweise geht das ein bisschen langsamer. Wie gesagt, der Overclocker. Dann haben wir hier eine Lithiumzelle, zwei Siliziumzellen, zwei Aluminium und zwei Sodium. Und dann kann ich das Sodium zum Beispiel in einen Semifluid-Generator tun. Das ist halt kein Feststoff und auch keine Flüssigkeit, das ist ein Semi. Und da habe ich hier auch eine MFE für den Industrial Blast Furnace. Der kann diese Silikon... Ich habe vorhin immer Silizium gesagt, ne? Silikonzellen in Silikonplatten brennen. Kostet viel Strom, eine Viertel von der ganzen Medium-Batterie hier. Der hat eine Hitzekapazität von 1760, die wird durch diese Blöcke bestimmt. Das sind Reinforced Machine Casings, das sind Standard Machine Casings, dann gibt es noch Advanced Machine Casings. Rest hier erkläre ich später. Dann habe ich hier einen Industrial Grinder. Der ist so wie der Macerator, nur dass der mit ja noch genauer ist und alles mitnimmt. Erstmal kurz eine Aus Erzen kriege ich dann halt viel mehr raus, als wenn ich hier direkt schmelzen würde. Hier habe ich dann auch eine MFE, die gerade leer ist. Und eine ständige Wasserquelle durch einen Aqueous Accumulator. Hier habe ich eine unendliche Wasserquelle, das ist bei Minecraft so, und der zieht dann das Wasser immer rein und raus die ganze Zeit über und habe dann hier halt ständig Wasser drin. Das habe ich hier auch für einen Carpenter, der diese Circuit Boards herstellen kann von der Mod Forestry. Und ja, das erkläre ich mal nicht, ist nicht so wichtig. Ich wollte nämlich noch die Solar Panels erklären. Jetzt wird es langsam Nacht, deswegen zeigt das Sonnensymbol nicht an. Dann arbeiten die natürlich nicht. Deswegen schlafe ich jetzt mal. Und da ist es Tag. Und sie arbeiten immer noch nicht, weil die manchmal verbuggt sind und weil die Sonne auch erst gerade hochkommt. Ah, jetzt arbeiten sie. Sehr gut. Dann habe ich hier Advanced Solar Panels, die generieren 8-mal so viel, statt einer Energieeinheit 8. Pro Tick, also 8 pro ja, in 20 mal eine Sekunde, dann halt 160 pro Sekunde mit einer Spannung, maximalen Spannung von Low Voltage, also 32 EU per Tick. Und dann habe ich noch Hybrid Solar Panels, die nochmal um den Faktor 8 mehr generieren, ja, und intern Storage auch haben. Mit Glasfaserkabel übertrage ich die Energie. So baut man Solar Panels. Da braucht man diese Silikonplatten. Um die zu brennen, braucht man viel Energie. Um den Lehm zu elektrolysieren in Silikon und die anderen Bestandteile braucht man viel Energie. Um die beiden Maschinen überhaupt zu bauen, braucht sehr viel Rohstoffe. Also mehrere Stacks, M-Stacks sind 64 Einheiten an Eisen und Kupfer und sowas. Ja, Generator, Schaltkreise, Carbonplatte. Die Advanced-Teile brauchen dann diese normalen Iridient Glass Panes, die aus Reinforced Glass bestehen, die aus Advanced Alloys unter anderem, da auch ein Mixed Metal Ingot im Kompressor, da braucht man drei verschiedene Platten an Rohstoffen. Hier haben wir Bronze, besteht aus 7 unten Zinn und 3 Kupfer. Raffineriertes Eisen, Zinnplatte, die Platte macht man in der Plate Bending Machine, also schon was komplexer. Uran ist auch relativ selten zu finden und Glowstone kriegt man nur im Nether, der relativ gefährlich ist. Und dann braucht man Advanced, erweiterte Schaltkreise und dann das wirklich teure, diese Platten. Braucht man erstmal Diamant für, das ist aber nicht das teuerste, sondern Iridium Iron Plates, die letztendlich aus Iridium bestehen. Iridium ist
fast, oder ich glaube, das Wertvollste in dem Spiel. Und ich habe mal eine Quarry aufgestellt. Eine Quarry ist eine Maschine, die ein dreidimensionales Gerüst hat und einen Laserarm und dann einen gewissen Raum komplett ausnimmt. Das kann man hier sehen. Die habe ich hier aufgestellt gehabt. Bis unten hin habe ich die hier, habe ich hier alles ausgraben lassen. In diesem, das war alles voller Blöcke. Voller einzelnen Blöcke, voller solcher einzelnen Blöcke hier. Und in diesem ganzen Feld, Raum, war natürlich genau nur ein Iridium. Und so ist das meistens auch. Und das braucht man für ein Advanced, wie heißt das, Solar Panel. Früher waren die was günstiger. Ich finde es gut, dass die jetzt nicht mehr so günstig ist. Früher habe ich mal 256 davon auf einmal machen können. Hat dann dafür 5 Stunden gebraucht, um alles dafür zu arrangieren, wenn man diese ganzen Sachen ja auch erstmal herstellen muss. Aber trotzdem konnte man das dann mit Geduld machen. Das kann man jetzt nicht mehr so. Das finde ich sehr gut, sonst wäre es zu einfach. Genau. Und ja, man kann dieses Iridium aber auch im End finden, wenn, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Man kann es irgendwie durchspielen, aber es geht trotzdem weiter. Und dann kann man da auch Iridium finden. Man braucht einen Sonarium-Part, besteht größtenteils aus 2 UU-Meter und die UU-Meter. Für ein UU-Meter, um die herzustellen, braucht man 16,6 Millionen Strom. Und wie gesagt, fast eine MFE und mir 600.000, das heißt 25 volle MFEs, ist eine UU-Meter und 2 brauchen wir für einen Advanced-Teil und diese Iridium-Platte. Oder Iridium-Eisenplatte. Und dann habe ich hier noch hybride Solar Panels, die nochmal 8-mal leistungsfähiger, leistungsstärker sind. Die ich finde auch schon sehr cool aussehen. Die generieren dann 64 Energieeinheiten pro Tick mit Medium Voltage. Eine Spannung von 128. Und dafür brauchen wir wiederum die Advanced-Teile. 2 Advanced Circuits, 2 Carbonplatten, ein Lapis-Azuli-Block. Ist alles nicht so wild. Aber dann braucht man Iridium-Platten und dafür braucht man Iridium-Alloy-Ingots und Industrial TNT, was gar nicht so einfach herzustellen ist, im Implosion-Kompressor, das ist ein Kompressor, der leistungsfähiger ist. Mit Implosion arbeitet der halt. Und das Alloy, für das Alloy braucht man 4 Iridium-Ingots. Diamanten und Alloys in der Rolling Machine. Ja, zusammengerollt sozusagen. Und dann braucht man halt insgesamt 8 Iridium. Und das ist auch genau 8-mal so leistungsstark wie ein Advanced Solar Panel. Und man braucht Enriched Sonarium, da braucht man dann wieder Uran, angereichertes Uran und ein Sonarium, was aus 6 UU-Meter besteht. Und würden wir jetzt 8 Advanced Solar Panels brauchen, bauen, würden wir, um genauso leistungsfähig zu sein wie ein Hybrid, bräuchten wir halt 8x2 UU-Meter, also 16, also haben wir 10 UU-Meter gespart. Deswegen sind die effizienter. Deswegen habe ich ja auch von 3 schon gebaut, bevor ich mehr Advanced gebaut habe. Und die Ultimates, die kann ich noch nicht bauen. Ja, Cold Chunks ist ein Stack Kohle mit Obsidian. Ein bisschen Flint, das ist nicht wild. Ist auch nicht wild, das ist auch nicht. Aber diese Enriched Dingens, dafür braucht man 4 Enriched Sonarium. Das heißt 4-mal die UU-Meter, aber nicht 8-mal, obwohl es 8-mal so leistungsfähig ist. Deswegen sind die wiederum effizienter. Aber man braucht halt 8 von diesen Platten. Moment, man braucht 16 von den Platten. Für jedes Sonarium-Alloy, was dann ein angereichertes Sonarium-Alloy ergibt. Das heißt, 16 Platten, das sind wirklich halt 8-mal teurer, weil wir hierfür 2 Platten brauchen. Und 16 Platten, das kann ich noch lange nicht machen. Weil ich brauche 7 UU-Meter, um ein Iridium herzustellen, also 28 UU-Meter für eine Platte. Das hieße 280, 156, 300, 436 UU-Meter mal 16,7 Millionen. 160, 1,64, ungefähr 7 Milliarden Strom bräuchte ich dafür. Und das ist viel zu krass. Und die muss ich erstmal hier herstellen. Und ein Teil macht 64 Strom pro Tick, das heißt 1280 pro Sekunde. Und 7 Milliarden durch 1280, das ergibt schon, glaube ich, ein paar Tage oder Wochen. Das
Deswegen habe ich hier auch einen Chunk-Loader stehen, der, weil der Server meistens immer online ist, aber ich nicht, der dann in diesem Bereich hier noch geladen hält, während ich weg bin. Früher, also vor ein paar Tagen oder bis gestern, konnte man nur 10 Chunks insgesamt laden, das ist jetzt ein Chunk. Jetzt kann man bis zu 20 geladen haben. So, mach ich mal so. Ich hier ein bisschen mehr geladen. Ich würde gerne die Maschine noch laden. Naja, mach ich das wieder weg. Okay, und dieser ganze Strom, der kommt dann in den Meta-Fabricator. Der stellt diese UU-Meta her. Und der braucht diesen Scrap, der ungefähr halt genauso aussieht, nur nicht lila leuchtet. Mit dem Strom, also es wird in den Scrap sozusagen reingepackt irgendwie oder elektronisiert oder sowas. Und dann kommt aus diesem Scrap, was einfach nur halt Dreck ist, diese Grundmasse raus, diese Grundmaterie, aus der man viele Sachen wie Iridium, aber auch Holz und andere Sachen herstellen kann, also eigentlich alles. Und den Scrap stelle ich her durch diesen Recycler. Da habe ich Overclocker drin. Da packe ich dann halt Sachen rein, die ich nicht mehr brauche. Recycle ich dann. Zum Beispiel Cobblestone mache ich jetzt die ganze Zeit. Mit so einem Hopper, damit automatisch 4 Stacks nachrutschen, weil er durch die Overclocker so schnell ist. Dann kommt das Scrap hier in diese Pipes rein. Ich demonstriere das mal kurz. Mit den Overclockern geht das wirklich sehr schnell. Zack, 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 zack. Macht nicht immer ein Scrap raus. Hier füllt er sich danach. Und dann kommen in diese Pipes hier dieser Scrap durch. Da kommt einer. Und ja, ich habe das hier ein bisschen chaotisch gemacht, weil ich nicht nochmal alles neu, die ganzen Blöcke nicht nochmal neu setzen wollte, weil er ganz viel Energie gespeichert hat, die dann verloren gegangen wäre. Kommt dann hier oben rein. Genau, automatisch. Das kann man noch viel besser automatisieren, das mache ich später auch noch. Und ich will auch, dass ich halt, dass die UU-Meta automatisch rausgezogen wird. Dann in eine sogenannte Ender-Chest. Wenn man zwei Ender-Chests hat, die irgendwo anders sind, sind immer miteinander verbunden. Wenn was in der einen ist, ist es auch in der anderen drin. Die verstecke ich dann. Dann pumpe ich aus dieser zweiten Ender-Chest die Sachen zeitgleich wieder raus in eine nächste Ender-Chest. Die verbinde ich dann mit einer Ender-Pouch. Eine Ender-Pouch ist eine Tasche, sozusagen. Habe ich hier irgendwo. In der Chest. Da, die haben auch so drei so Teile zum Einstellen für einen Farbcode, damit man verschiedene Pärchen sozusagen verlinken kann und die Enderpouch dann auch. Und dann habe ich das immer sozusagen in der Tasche, diese UU-Meta. Und diese Chests sind halt ganz versteckt, was niemand, wo niemand drauf kommen würde. Irgendwo in der Erde oder so, ganz weit weg. So 100.000 Blöcke weit weg oder so. Wird dann automatisch halt da rausgesaugt. Und ja, dann kommt da auch niemand mehr dran, außer steht die ganze Zeit einer neben. Später kann ich da auch noch Glas machen, eine bestimmte Form von Glas, die ich noch nicht erforscht habe, wo dann wirklich nur noch ich durchkomme. Beziehungsweise das Glas kann man mit nichts zerstören. Kann man Nuklearexplosionen machen oder alles versuchen, es geht einfach nicht. Außer man ist Admin. Kann ich einfach entfernen. Dann kann ich hier auch mit der Tür versehen, wo die nur mit meinem Schlüssel aufgeht, dann komm halt nur ich dran. Genau, um das zu automatisieren, brauche ich Gates, damit ich die ich in die Pipes rein tue, damit automatisch was rausgesogen wird, dann brauche ich diese Motoren nicht mehr. Und damit mit den Gates kann ich auch noch andere Sachen einstellen, dass nur bestimmte Sachen rausgesogen werden oder bei einem bestimmten Signal, elektrischen Signal, und um die herzustellen, ich komme dazu, was ich mit euch bauen wollte, brauche ich diesen Assembly Table, der mit Lasern funktioniert, die viel Strom brauchen. Und das wollte ich jetzt erstmal bauen, und weil die Strom brauchen, muss ich das eigentlich hier anschließen, aber wie gesagt, wie man sieht, habe ich hier nicht mehr so viel Platz, deswegen habe ich mir was überlegt, dass ich eine Energy Bridge gebaut habe, weil es gibt hier halt mehrere Mods, das heißt auch mehrere Energieformen, und eine andere Energieform, also nicht die hier leider, kann ich teleportieren mit
nicht mit Liquid Tesseract, das sind dann Energy Tesseracts. Und beim Ultimate Pack von Feed the Beast kann man die Energie der Mods umwandeln mit dieser Energy Bridge. Den wollte ich hier dran packen. Dann den Energy Tesseract, dann irgendwo anders den zweiten Energy Tesseract und dann diese, ja, um diese Laser zu befeuern. Ich hatte erst Electrical Engines gebaut, um die Energie umzuwandeln. Die brauchen halt auch diese elektrische Energie und wandeln die dann in Megajoule um. Oder Minecraft Joule heißen die hier. Die Laser braucht Minecraft Joule. Ich habe hier halt keinen Platz. Dann müsste ich erst ja noch so ein Tesseract bauen, noch Thermalgeneratoren. Das war mir zu blöd. Wo es wahrscheinlich im Endeffekt genauso aufwendig ist. Ja, dann fange ich mal an. Dann kann ich nämlich damit diese Gates herstellen. Wir brauchen einen Producer. Also wir brauchen hier einen Consumer, das ist hier Buildcraft, das ist die Mod mit der Energie, die die Teile brauchen, die Laser. Da brauchen wir halt diesen Consumer und von der einen Mod brauchen wir dann halt einen Producer. Und wir brauchen... Ja Mist, wir brauchen... Ich habe ausgerechnet... Obwohl, einer braucht 4 Megajoule. Ich muss mal kurz gucken, mit welchen... Da ist mein Fraps gerade abgeschmiert, ne, dann auch das ganze Game. Aber ich habe eben danach geguckt, wie die Energy Bridge das umwandelt und habe gesehen, dass das auch viel effizienter ist als mit den Electrical Engines. Also in diese Engines müsste ich diese Circuit Boards reinpacken, damit ich einen Increased Output habe. Insgesamt 12 Megajoule per Tick plus die 4 eigenen, also 16. Und mit den 3 hätte ich dann 48 Megajoule. Ein Laser braucht 4. Ne, die machen nur 2 Megajoule, die Electrical Engines, also habe ich 14 mal 3, sind 42. Und da die 4 brauchen, könnte ich 10 Laser betreiben. Ich wollte auch noch 2 machen. Bräuchte dafür dann aber 150 Energieeinheiten pro Tick. Und die MFE, an die ich das anschließen will, liefert nur 128. Und der Umwandlungsfaktor mit der Energy Bridge ist 0,411 und wird dann also aus den 128 über 50, also 52 rauskriegen, statt nur 42 mit 150 EU per Tick, also schon deutlich effizienter, was sehr gut ist. Und dann reicht auch die MFE, dann brauche ich jetzt hier nichts anderes anschließen. Ich habe hier schon eine MFSU gebastelt, die 512 ausspuckt. Dann muss ich das schon mal erstmal nicht machen. Ich räume kurz das Inventar ein bisschen auf. Lithium rein, die Zellen da rein, dann brauche ich im Prinzip die MFE gerade nicht, die Engines nicht und die Circuit Boards auch nicht, die kriege ich einfach rein, muss ich jetzt hier rein tun. Hier hätte ich ein Item und ein Material, ich brauche aber anders. Hier ist das nächste Projekt, welcher nachher zu kommen. Die Tonplatten. Tue hier rein, irgendwie Meta, tue ich hier rein, 15 Stück wieder, das ist gut. Ja, unser Hund wieder. Mal ein bisschen aufbauen hier. So. Das brauchen wir dann auch nicht. Das ist viel einfacher dann. Das ist gut. Passt nicht mehr rein, Mist. Ja, die Saves kann man leider nicht vergrößern, die Kiste schon. Saves leider nicht. Rhodium hier rein. Zack, zack. So, dann brauchen wir noch einen, hatte ich glaube schon erklärt, den Consumer. Da packen wir die Laser dran im Endeffekt. Wir brauchen noch einen Producer.
Und das für Craft 2 ist es. Wir brauchen Medium Voltage. Dafür müssen wir einfach ins Crafting Pattern einen Consumer reinpacken. Dann kriegen wir einen Producer raus. Einfach nur eine andere Farbe. Und dafür braucht man 4 Gold und einen Medium Voltage Transformer. Dafür brauche ich 2 doppelt isolierte Goldkabel und einen Maschinenblock. Also erstmal 4 Gold. 8 raffineriertes Eisen für einen Maschinenblock. Und dann brauche ich davon 2 doppelt isoliert. Dafür brauche ich wieder so ein Gummi, also Rubber, was ich gerade nicht auf Lager habe. Hol ich mal kurz von den Rubber Trees ein bisschen Rubber. Ein bisschen geht noch. Ich habe hier jetzt ein Electrical Tree Tab. In der Singleplayer World hatte ich nur einen aus Holz. Und durch mein Advanced Jetpack lädt sich der Tree-Tab auch automatisch auf. Also wie gesagt, immer noch voll. Ich habe hier auch eine Advanced Chainsaw. Advanced Nano Chestplate. Ja. Die tue ich jetzt nicht in den, wie früher in den Extraktor. Wenn ich ihn in die Zentrifuge tue, kriege ich mehr raus. Und durch den Overclocker ist jetzt auch ein bisschen eigentlich ein bisschen schneller geworden. Okay, es geht. Und immer 4. Einen haben wir übrig. Wir brauchen halt doppelisoliert, deswegen brauchen wir noch einen Rubber mehr. Gucken, was schneller geht. Noch einen ab. Bauen und extrahieren oder die Zentrifuge. Komm schon. Noch nicht fertig. Zack, muss auch noch checken. Ha, schneller. Aha. Viel zu langsam. Doppelt isoliert. Maschinenblock. Medium Voltage Transformer, MV Consumer, MV, also IC2 MV Producer. Haben wir die 3 Blöcke. Den muss ich dann da anschließen, an diese Bridge, und dann den Consumer da dran, und dann brauche ich da, um das zu übertragen, diese Energy Conduits. Was? Davon haben wir nur 2, dafür brauchen wir mehr. Nochmal so 10 oder so. Rezept, einfach R drücken. Brauchen wir geschmolzenes Redstone und leere Energy Conduits. Die machen wir mit Hardened Glas und Elektrum. Und Elektrum noch. Oh, nur 2. Hardened Glas. 1. Wie viel kriegen wir raus? Ah, oh, nur 4. Da braucht man mehr. Mist. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal Elektrum. Macht man aus Gold und Silber. Da habe ich hier den Alloy Smelter. Der macht da jetzt ein bisschen Elektrum raus. Harden Glas, da machen wir Obsidian für und Blei. Blei habe ich doch auch irgendwo. Ah, da war ich. Ne, das Tungsten. Blei. War kein Blei. Dann gehe ich mal hier hin. Und hol mehr Blei. Eigentlich wollte ich jetzt Sand. Ich mache mal kurz einen Stack Sand. Habe ich noch Sand? Oh doch, da. Habe ich schon einen Stack gemacht. Sehr gut. Dann tue ich einen halben Stack. Induction Smelter, dann werden direkt 2 Barren draus geschmolzen. Dann muss ich, genau, dafür brauche ich den Induction Smelter, brauche ich auch, um
das gekettete Glas herzustellen. Ich brauche pulverisiertes Obsidian. Dann Pulverizer. Ich habe es hier alles nur so dahin geklatscht erstmal. Weil ich einfach erstmal technisch einen Fortschritt haben will, wie sich dann mir mit Maschinen auch die Häuser bauen kann, damit das alles effizienter und schneller geht. Aber habe dann erfahren, dass hier die Maschine, um solche Sachen automatisch zu bauen, gesperrt ist, weil man sonst viel zu krasse Sachen bauen kann und dass ein Server leckt irgendwie. So, und dann schmilzt der daraus, schmelzt der aus Blei und Obsidian, gehärtetes Glas. Ich würde sagen, wir kriegen glaube ich zwei gehärtetes Glas raus. Hm. Müsste eigentlich schon reichen, dann Elektron, nicht zu viel Elektron machen. Das ist okay. Sieht man auch AG für Gold, für Au... Ne Quatsch, AG ist für Silber und Aurium, AU ist Gold, glaube ich. So war das. Dann haben wir noch mehr Conduits, das müsste dann insgesamt reichen. Sand tue ich mal hier rein. Sand tue ich auch da rein. Slack, Rich Slack. Dann brauchen wir Redstone. Dann müssen wir in den Liquid Transposer die Conduits reinpacken, die leeren, und in die Magma Crucible die Schmelzsachen ein, müssen wir den Redstone reinpacken. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Redstone wir brauchen für einen so einen Teil. Für ein Conduit. Ich glaube 100 Mikrobuckets müssten das sein. Und hier ist noch 100 drin und jetzt müsste der das da unten auch annehmen. Oder der hier ausspucken, dafür muss ich das glaube ich orange machen und zack haben wir 0. Dann ist es hier unten. Also brauchen wir 50 für einen. Das heißt, wir brauchen noch 5 davon, also 20 Redstone, weil ein Redstone 25 Millibuckets macht. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gerechnet. Sonst habe ich hier überflüssiges Zeug drin. Wenn ich dann mal mit einer anderen Flüssigkeit transposieren will, muss ich den Block abbauen und neu setzen. Ja, Redstone ist halt Energie sozusagen. Flüssiges Redstone kommt dann in diese Kabel rein. Dann haben wir halt energieübertragene Kabel, die wir brauchen. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich das hinsetzen werde. Ich werde sowieso alles hier wegbauen und woanders hinbauen, wenn ich mein richtiges Haus habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier so weiterführen will mit diesen halben Netherbricks. Das sind übrigens Netherwarzen. Also was Organisches. Vielleicht wollte ich erstmal so eine Mini-Halle bauen, aber eigentlich will ich noch mehr in der Luft bauen. Ich weiß aber nicht, ich bin ja schon relativ hoch, also Mittel. Eigentlich sind, ja, 115 bin ich. Ich würde eigentlich ganz gerne ein bisschen höher. Normalerweise ist das hier auch alles geladen. Das geht jetzt ein bisschen langsamer. Manchmal hat er glaube ich auch Bugs. Ja, ungefähr, ja, eigentlich noch höher. Also hätte man schon einen Ausblick. So ist es eigentlich auch eine ganz Höhe. Hat man hier so einen Ausblick, dass hier so die erste Etage ist. Aber wie hoch komme ich? So hoch wäre natürlich dufte. Muss ich von allen abheben. Ja, hier ist auch nicht viel geladen, sieht man gerade. Eigentlich müsste alles hier geladen sein. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mache. Gucken, wie hoch wir kommen. 250. Ja, das ist schon übertrieben hoch. Also, so finde ich schon ganz geil.
oder so. Also weiß nicht, ob ich hier erstmal bleibe. Und um diese Netherbricks zu kriegen, dafür braucht man dieses rote Gestein, was man im Nether gesehen hat. Und das muss man dann in den Kompressor reintun. Und dann kriegt man daraus Netherbricks aus Nethergestein. Und die kann ich dann mit einer Säge versägen, dass die nur halb sind. Dann kriege ich halt doppelt so viel Materialien raus und habe dann auch nicht so übertrieben fette Wände. Und den Prozess will ich automatisieren, indem ich so eine Quarry dahin setze, die automatisch diesen Brick abbaut. Dann wird er durch ein Item Tesseract teleportiert und mit Pipes und diesen Gates, um die Gates herzustellen, brauchen wir halt diese Laser im Assembly Table, werden die Items halt in die Kompressoren automatisch eingeführt und mit Overclocker geht das Ganze schneller. Und die komprimieren das dann halt zu dem Netherbrick und führen es dann auch automatisch in Kisten aus. Dann kann ich mich da immer dran bedienen sozusagen. Damit ich halt mein Haus bauen will, das ist das nächste Projekt. Dann solche kleineren Projekte macht man halt dann immer so am Anfang, das ist immer ganz cool. Und später werden das noch viel kompliziertere und riesigere Projekte, weil man ja auch ständig dazu lernt. So, also ich packe es jetzt einfach mal hier daneben. Ganz cool. Hm. Eigentlich würde ich ja ganz gerne noch so einen coolen Raum für machen. Das mache ich dann alles, glaube ich, später. Ich klatsche das alles am Anfang erstmal hin, damit es alles effizient wird. Und dann würde ich dann halt größere Maschinen habe und oder eben, wenn es gewandt ist, Projekte gemacht habe, damit ich das richtige Haus bauen kann, dann setze ich das auch alles erst, bis es richtig cool ist sozusagen. Also ich muss erstmal diese... Genau, ich muss dann auch erstmal zwei Energy Tesseracts bauen. Dafür brauche ich erstmal zwei Undertuned Tesseracts. Dafür brauche ich zwei Tesseract Frame, 8 gehärtetes Glas, 2 Diamanten, 18. Komm, 18, 2 Diamanten. Gehärtetes Glas haben wir gerade schon hergestellt, brauchen wir aber noch mehr Obsidian pulverisiertes. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mehr Obsidian. Was macht der denn da? Was zur Hölle? Achso. Das war die ganze Zeit wohl an und dann ist das hier explodiert. Ich vergesse halt immer auszuschalten. Dann muss ich später auch irgendwas bauen, um einzustellen, dass er automatisch abschaltet, wenn keine Energie mehr benötigt wird. Den habe ich aber noch nicht gemacht. Dafür brauche ich auf jeden Fall auch diese Gates. Und um so einen Laser herzustellen, das ist schon advanced hier, da braucht man 2 Diamanten pro Laser. Das heißt, ich habe 16 Diamanten dafür aufgewendet. Und dafür nochmal 5 Diamanten. Also 21. Was zur Hölle? Ist sie überhitzt? Hier wieder füllen. 2 braucht man noch, das heißt, ich brauche noch ein Obsidian da. Ich habe auch kein Obsidian mehr. Dann muss ich Obsidian herstellen mit dem Extruder und dann muss ich die Magma Crucible zum Beispiel diesen Nether Stein packen, den habe ich gerade nicht. Aber Cobblestone geht auch, nur doppelt so energieaufwendig. Braucht wirklich sehr viel Energie, das Ding. Ich habe das Ding hier schon maximal aufgerüstet, also eine habe ich nicht maximal aufgerüstet. 6, 8 Megajoule per Tick. Also so stark wie 4 unaufgerüstete Electrical Engines. Und sieht man hier, wie langsam das hochgeht. Ich glaube, man kriegt eine Lava raus. Ich weiß gar nicht, wie teuer das nochmal war. Da war es 24.000 Megajoule, also 2/3 des ganzen Dingens.
Deswegen cheate ich jetzt einfach mal ein bisschen. Also ich kann nicht wirklich cheaten, aber hier gibt es eine Sache, die fühlt sich so an, wie als sei sie cheaten. Das ist dieser Minium-Stone. Und jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Nämlich zwei Holzblöcke und dann kriege ich einen Obsidian-Box. Und dann kann ich auch aus Gold zum Beispiel Eisen machen und sowas. Ja. Pulverisiere ich jetzt mal. Das tue ich wieder raus, weil wir den Magma Crucible gleich noch brauchen. Wurde gebannt. Briefing. Backlösung, krass. Nicht schlecht. Ich hab auch mal interessiert. Weil ich will das nämlich nicht machen. Ich weiß nicht, was hier alles Bugs sind und was ich benutze und nicht. Wo war ich denn? Genau, wir brauchen noch gehärtetes Glas, um zwei Tesseract Frames herzustellen. Komm schon. Brauchen wir denn 1000 Mikrobuckets für einen? Da müssen wir Enderperlen einsetzen. Habe ich noch welche? Ich glaube nicht genug. Ich schmeiße jetzt mal ein. Wir brauchen 1000. Mal gucken, wie viel eine gibt. Wir brauchen 2000 insgesamt. Oh, 53. Kriege ich nur ein Frame mit. Go. Ja, und mit dem Minium-Stone kann ich einfach Enderperlen herstellen. Ich gehe jetzt nicht auf Enderman jagen. Also das ist auf jeden Fall kein Bug-Using, aber es fühlt sich trotzdem an. Ich brauche 4 Eisen, ist eine Enderperle. Ja. Zack. Immerhin kostet es halt Eisen. Das gibt's auch nur im Ultimate Pack früher gab es das nicht im Mindcrack Pack. So, dann macht er da mal. Dann brauchen wir 4 Silber, 4 LED, 2 Elektron. Reception Coil. Conductance. Elektrum und 2. Redstone. Das dauert meistens immer so lange, bis man mal irgendwas hier machen kann. Aber bis man ein Projekt fertig hat, meine ich. Das finde ich auch cool, dass das nicht so einfach ist. Sonst hätte das für mich auch gar keinen Reiz. Einen haben wir schon. Der andere wird da gerade transposiert. Ich habe da gerade kurz gelesen. Ich kann es vergessen, dass ich hier ein Video mache irgendwie. Ich bin komisch. Wir brauchen ja zwei Conductance-Dinger. Wo war das jetzt? Irgendwie nicht verwirrt. Ach, da oben, genau. Brauchen wir noch zwei LED mehr. Und noch ein Elektron.
auch mal Sport machen. Für den Rücken. Könnte jetzt auch fertig sein. Und dann kann ich das hier mal ausschalten. Jetzt explodiert hier wieder irgendwas. Sehr gut. Da. So, haben wir zwei Energy Tesseracts. Puh, dann haben wir jetzt endlich mal alles gebaut. Jetzt brauche ich allerdings den Output. Der Output ist genau da beim Transformer. Wie mache ich das denn? Auf jeden Fall brauche ich einen Zwischenspeicher. Das wäre ganz gut. Eigentlich muss ich hier eine MFSU hinpacken, damit ich einen fetteren Zwischenspeicher habe. Ja, den hole ich mal kurz. Ich brauche so einen Medium Voltage Transformer. Der war doch mit zwei davon. Ich mache das einfach mal kurz. Medium Voltage Transformer. Verloren geht, nehme ich mal das, mein Advanced Batterie Pack und saug die da raus. Das Batterie Pack ist so advanced, das hält 1,66 mal so viel wie die MFE. Dann baue ich das noch kurz ab, das Kabel. Boah, das geht auch ein bisschen schneller hier. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Solche Sachen zu platzieren und dann, also die Geduld dafür zu haben, es erstmal zu durchdenken, das ist für mich immer total qualvoll. Deswegen setze ich immer erstmal so, wie ich meine, wie es passt und dann muss ich nochmal alles umsetzen. Das ist aber auch doof. Manchmal kann auch irgendwas explodieren, wenn man nichts beachtet. Wenn man Sachen nicht beachtet. Energie. Passt ja gerade so eben. Nehme ich hier den Wrench, baue das ab. Den baue ich auch erstmal ab. Jetzt wird es hier wieder ein Pain in the Ass, glaube ich. Dann brauche ich erstmal die MFSU. Packe ich die direkt da dran? Ich mache das mal. Immer in der Hoffnung, dass nicht irgendwas explodiert. So, die packt nämlich 10 Millionen, also 16 mal so viel. Das heißt, zehnmal so viel wie das Lab-Pack hier. War auch schwierig zu bauen. Also, brauchte viel Ressourcen und Energie. Dann... Genau, dann brauche ich Medium Voltage, sonst wird der Rest hier explodieren. Und der hat auch noch einen Vorteil, dass der ganz viele Outputs hat. Der Input ist das 3-Dot-Gedöns. Mit den drei Punkten. Und dann kann ich nicht nur die Sachen hier halt anschließen, sondern auch meinen Kaladatsch hier gleich. Und hier hätte ich halt nur einen Output. Und ich will jetzt mal direkt da dran klatschen. Also ich mache das einfach mal direkt, ohne jetzt mir den Gedanken, wie gesagt, Design zu machen. Das mache ich dann erst danach. Das finde ich ist trotzdem irgendwie einfacher und geht irgendwie trotzdem schneller. So muss ich es dran packen. Dann habe ich hier die Outputs. Boah, hier macht keinen Regen aus, du elfjähriger Typ. Boah, als ob die Admins die ganze Zeit sich zu jeder einzelnen Welt hingehen und dann für Leute den Regen ausmachen. Ja, hast du Pech gehabt. Sonst soll gar nicht gehen. Sorry, dass ich hier abgelenkt bin. Aber manche Leute verstehe ich echt einfach nicht, ey. Wir brauchen Low Voltage für die Maschinen.
Deswegen muss ich auch noch den Low-Voltage-Transformer dran packen. Mache ich das wieder so. Pack. Und dann habe ich hier die Outputs. Das dürfte nicht explodieren. Gut. Und hierfür brauchen wir auch nochmal. Oh oh. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Haben wir die drei Blöcke ja schon hintereinander gepackt, um das alles runter zu transformieren, die Spannung. Gut, dann haben wir hier jetzt ein bisschen mehr Platz sogar. MFE brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir den IC2 Producer. Den wo packe ich den hier am besten dran? Da nicht. Hier packe ich den dran. Bitte nicht explodieren. Energy Bridge. Ich kann es einfach mal stapeln. Ah. Warum 0? Ach, weil ich nichts produce oder was? Wie kriege ich den jetzt weggebastelt? Ich will das nicht so abbauen. Ich mache drauf. Der Omni Wrench, der ist ein bisschen verrückt. Es steht auch Prototype Omni Wrench. Dann brauche ich jetzt mal den richtigen Buildcraft Wrench. Brauche ich nicht mehr. Wenn es nicht geht. Ne, geht nicht. Ha, kann ich so abbauen, sehr gut. Ich will das übereinander stapeln. Privat, Owner Only, Send Only, Frequenz 1, Assembly, MJs. So, muss ja eigentlich auch schon funktionieren, tut's aber nicht. Ich bin gerade überlegt, ob ich die Energie wieder reinpacke. Ich mach das einfach mal. ich lasse das erstmal so. In, out. Ich weiß nicht, eigentlich müsste der hier schon was verbrauchen. Ich weiß es nicht genau. Deswegen baue ich erstmal das Setup hier auf. Dass ich hier erstmal. Ich baue einfach erstmal hin und gucke dann nachher. Aber das Gröbste haben wir jetzt schon mal. Das sieht lustig aus. Ist chaotisch hier. Die Laser. Wie mache ich die Laser denn jetzt? Voll Laser, wie das abgeht. Vielleicht hier. Dann läuft das hier alles im Kreis und das ist leckt den Server so ein bisschen. Deswegen mache ich das mal anders. So dass ich das heißt. Ah! Wenn ich das ein bisschen schlängele. Schlängele. So müsste das gehen. Habe ich hier mal viel Laser dran. Und hier vier Laser dran. Eigentlich hätte ich hier 5 machen müssen. Ich wollte auch erst 10 machen insgesamt. 50. Genau, wir kriegen aus den 128. Wir haben es am Medium Voltage angeschlossen. Und mit dem Faktor 0,411 kriegen wir 51 raus. Und die brauchen jeweils 4, wenn wir 10 haben.
sind es 40. Dann kann ich noch 2 machen. Wow. Dann kann ich sogar 12 machen. 48, aber 10 muss nicht reichen. Obwohl. Ich mache erstmal 10. Wie waren die nochmal? 15 Redstone und 4 Obsidian. Cheat ich mir wieder. Weil ich faul bin. Mich interessiert, was der einen da für einen Bug zu melden hat. Guck ich gleich mal in den Chat. Laser. Ist schon weg. Achso, ist noch gar nicht passiert. Stiftung nicht. Okay. Hier noch einen dran. Tue ich den letzten nehmen. Ach ne, ich wollte das ja anders machen, damit das halt symmetrisch aussieht. So wollte ich das noch machen. Kann ich den Laser so abbauen? Anscheinend. Ich spiel gar nicht so rum. Jetzt komme ich da nicht dran. Dumm. Dann muss er halt despawnen. Ich hab's keine Lust. So. So's. Fahr ich den hier hin. Stell's auf die. Geil, da gibt's kostenlosen Strom. Und kostenlose Quarry. Und kostenlose MJs. Aber ich will eigenes. Receive only. Da müsste jetzt eigentlich Energie ankommen, wenn ich hier was rein tue, was assemblisiert wird. Ich mach mal so ein Gate. Einfach Gate. Brauche ich ein Redstone Chipset. Ah, kann ich einfach Redstone rein tun. Redstone. Nehme ich mal 16. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich habe mich noch nie mit diesen Energy Links auseinandergesetzt. Vielleicht muss man die irgendwie direkt hier anschließen, an die MFSU. Auf jeden Fall habe ich es an den Output angeschlossen. Das ist schon mal sicher. Down ist MC2. Warum ist der Output 0? Das verstehe ich nicht. Ja, das war eigentlich erst bloß das Projekt, was ich euch zeigen wollte. Ich komme dann wieder, wenn das hier funktioniert. Bis gleich. So, es funktioniert. Ich muss noch das halt ausprobieren. Ja, so funktioniert es. Stellt er hier Redstone Chipsets her mit genau 40,3 Megajoule pro Tick. Spuckt diese aus. Müssen wir mal eine Kiste daneben machen. So, schauen wir, muss ich doch hier wieder umdrehen. Jupp. Dann kann ich, dann muss ich noch kurz abbauen. Und hier hinsetzen, damit der erste Länge auch funktioniert. So, funktioniere. Achso. Jetzt müsste der eigentlich funktionieren. Ist schon wieder keine Energie da? Was ist da los? Ach ja, ich muss ja den. Ach, ich bin aber auch gerade ein bisschen doof.
massiv um. Ja, jetzt funktioniert's. Und zwar war der Fehler, den ich gemacht hatte, obwohl ich extra nachgeguckt hatte und mir das durchgelesen hatte. Ich habe halt den In- und Output vertauscht, das habe ich hier gar nicht beachtet gehabt. Also das hier muss ein, wie heißt das, Consumer natürlich sein, und das ist ein Producer. Ja, jetzt habe ich hier 105 EU per Tick Input und 43 Megajoule per Tick Output. Geht auch langsam runter der Strom. Ja, funktioniert das schon mal. Das ist sehr schön. Sehr schösch. ja, das wollte ich nur kurz zeigen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.